Papa, müssen wir wirklich zur Nachhilfe? Ich hab keinen Bock mehr auf die blöde Nachhilfe. Denk an dein letztes Zeugnis, Ben. Wegen Mathe und Physik wärst du bald hängen geblieben. Ich will eigentlich nie mehr. Du musst dahin, Papa, du musst. Bitte, halt sofort an jetzt, Papa. Mach doch jetzt nicht so ein Theater. Was ist denn los halt mit dir? An. Ben, jetzt kommst doch hier zurück. Da gib es doch nicht. Da steigst du einfach aus. Nein, oh nein, Ben, Ben! Der 17-jährige Ben lief in seiner blinden Wut vor ein fahrendes Auto und sein Vater Andreas ist in großer Sorge. Als kurz darauf Sanitäter Tobias Krappen und seine Kollegin eintreffen, müssen sie sich erst einmal einen Überblick verschaffen. Ich konnte noch rechtzeitig bremsen, ja. Aber er ist gestolpert. Oder, also auf jeden Fall habe ich mich nicht berührt. Nicht berührt? Ja. Gar nicht. Okay, das ist wichtig, dann brauchen wir erstmal keine Polizei. Ob die sind. Ich bin der Vater von dem Ben. Der Vater von ihm, okay. Ja. Müssen wir einmal in die Augen schauen? Ja. Als wir ankamen, ist der Junge nicht verletzt gewesen. Er hatte letztendlich nur eine Platzwunde. Sicherstellen konnten wir auch, dass er nicht mit Fremdbeteiligung betroffen war, sondern ist einfach nur hingefallen, hat sich eine Platzwunde oberhalb der Augenbraue zugezogen. Auf eine Anzeige gegen den unschuldigen Autofahrer verzichtet der Familienvater deshalb auch. Als kurz darauf die Mutter des 17-Jährigen eintrifft, erklärt Sanitäter Tobias Krappen, dass er jedoch leider noch keine Entwarnung geben kann. Wir würden ihn gerne mal mit zum Krankenhaus nehmen. Es sieht nicht nach einer Gehirnerschütterung aus, aber es könnte in den nächsten 24 Stunden eine werden. Also lieber zum Krankenhaus drüber gucken lassen. Rätselhaft bleibt, weshalb der Teenager in letzter Zeit eine solche Panik vor der Nachhilfe hat, dass er jetzt sogar auf dem Weg dorthin aus dem Auto geflüchtet ist. Seine Eltern finden dafür keine Erklärung. Wir haben eine Vereinbarung getroffen. Ja. Ihr solltet erst mal dahin fahren und dann vor Ort erst entscheiden, ob er weiter zur Nachhilfe hingeht oder nicht. Karin, der hat so ein Theater gemacht. Der wollte unbedingt, dass ich anhalte. Und dann ist er einfach aus seinem Auto gesprungen. Ist da irgendetwas mit Herrn Lochmann vielleicht? Ist er vielleicht zu streng für Ben? Das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, er ist doch ein guter Lehrer. Ich auch nicht. Hm. Wir müssen auch der Sache auf den Grund gehen, was da mit der Nachhilfe und mit Herrn Lochmann ist. Kannst du dich noch an Frau Decker erinnern? Die Therapeutin, ja, genau. Die hat uns doch so gut geholfen. Ja. Ben hat vor ein paar Jahren ein paar Schwierigkeiten in der Schule gehabt. Er war versetzungsgefährdet. Wir haben uns wirklich sehr große Sorgen gemacht und haben die Therapeutin Frau Decker engagiert. Sie hat ihm damals wirklich sehr, sehr gut getan und ihm auch sehr gut weitergeholfen. Jetzt, wo er neuerdings auch wieder ein Problem hat, weiter zur Nachhilfe zu gehen, ist die Überlegung einfach gekommen, wieder die Frau Decker zu engagieren. Wir kommen jetzt ins Krankenhaus, ja? Du bist in guten Händen. Ja, wir sind gleich da, Mama und Papa. Ja? Bis gleich, ne? Bis gleich, wir sehen uns. In der Klinik wurde die Platzwunde des Schülers versorgt. Der Verdacht auf eine Gehirnerschütterung hat sich aber nicht bestätigt. Bald darauf steht der Termin mit Therapeutin Sabine Decker an, die Ben bereits im letzten Jahr bei seinen schulischen Problemen unterstützt hatte. Unklar ist, ob sich die völlige Ablehnung des Neunklässlers gegen seinen Nachhilfelehrer selber oder den Unterricht als solches richtet. Die Familienhelferin wählt bewusst für das erste Treffen mit allen Beteiligten einen neutralen Ort. Ja, was war denn der Grund, dass du da weggelaufen bist? Wo hast du so wenig Lust auf deine Nachhilfe? Okay, also ich habe den Park hier ausgewählt als Location, dass wir uns hier alle treffen. Erstens mal ist es ja hier super schön an so einem schönen Tag wie heute. Und ich habe auch gedacht, der Ben fühlt sich hier dann vielleicht ein bisschen entspannter, als wenn wir uns jetzt beim Herrn Lochmann zu Hause treffen. Wenn es tatsächlich so ist, dass er ihn da so, sich ein bisschen eingeschüchtert fühlt oder so, kann er sich vielleicht hier ein bisschen freier bewegen. Da ist er ja. Ja, schönen guten Tag allerseits. Sag noch mal. Hallo. Hallo. Wir kennen uns ja, natürlich. Hallo. 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 Herr Lochmann, hallo. Sabine Decker. Hallo. Hallo. Ben? Ja, schön, schlimme Dinge. Schlimme Dinge sind passiert. Ja, ist so gelaufen. Ich hoffe, ich kann Ben behilflich sein. Ich habe so gedacht, als Einstieg, dass wir uns das mal so vorstellen können, wie das zwischen Ihnen beiden so läuft, wenn Sie jetzt unter vier Augen sind, habe ich gedacht, machen wir mal so ein kleines Spiel, so ein kleines Rollenspiel. Vielleicht, habe geguckt, da vorne sind ja so schöne Bänke, vielleicht gehen wir einfach mal ein Stück darüber oder so. Ja, sehr gerne. Sabine Decker erfährt, dass der pensionierte Pädagoge früher bereits die Mutter des 17-Jährigen unterrichtet hat und als streng, aber fair bekannt ist. Das Rollenspiel soll klären, welches Verhältnis Ben zu seinem Nachhilfelehrer hat. Mit erschreckendem Ergebnis. Einer spielt den Lehrer, einer spielt den Schüler. Aber der Trick ist, Sie spielen den Schüler und du spielst den Lehrer. Dass jeder sich mal in die Rolle vom anderen so reinversetzt. Und wir uns das mal so angucken. Vielleicht nehmen wir uns einfach hier die Bank. Gib mal das Handy.
Und Handy brauchen Sie dann? Ja, absolut. Okay, absolut. Ist das wichtig. Vielleicht setzen Sie sich einfach mal hier so hin und dann gucken wir uns das mal an, wie das so zwischen euch abläuft. Ben, tu so bitte das Handy weg. Ben, komm. Hä? Handy weg jetzt. Nee, ist doch gar so ein total voll cooles Spiel, ey. Ben! Was soll das denn? Ich brech das jetzt hier ab, das ist ein Kasperle-Theater. Ben. Als Ben die Hand erhob gegenüber seinem Lehrer, da war ich total schockiert. Da schossen mir Gedanken in den Kopf. Herr Lochmann schlägt meinen Sohn, das kann doch nicht wahr sein. So kenne ich ihn doch gar nicht. Sag mir ganz ehrlich, schlägt Herr Lochmann dich? Also das ist eine unglaubliche Unterstellung. Ja, also wenn das der Fall ist, da können Sie sich warm anziehen. Das ist wirklich warm. Ben, Moment, Ben. Du bist hier darüber unfassbar. Im Klaren, was das für eine Anschuldigung ist. Das sagt man wirklich nicht aus Spaß. Das musst du wissen. Ben, Mensch, Ben, Junge, was ist denn los? Komm her! Ey, bleib doch hier! Wir können über alles reden! Meine Gott. Nachdem Ben im Park davongelaufen ist, haben wir ihn ja erstmal gesucht, bis mir dann einfiel, wie er dem Lehrer schnell noch vor dem Weglaufen das Handy entrissen hat. Und so konnten wir ihn dann anrufen und zumindest das Handy schon mal finden, was uns einen Hinweis darauf gegeben hat, wo er hingelaufen ist. Die Eltern des Teenagers sind über die Anschuldigungen schockiert. Doch noch ist nicht klar, ob der Nachhilfelehrer ihren Sohn wirklich misshandelt und Ben nun aus Angst geflohen ist. Der Neunklässler bleibt zunächst verschwunden. Doch Sabine Decker ist der Wahrheit schon fast auf der Spur. Frau Rothe, hier ist er. Ja, Ben, was ist los? Hm? Vielleicht machen wir es so. Vielleicht lassen Sie mich einen Augenblick alleine mit ihm reden. Und wir treffen uns jetzt gleich wieder in hier Ordnung. Vorne an machen der Bank. Ich habe da noch eine Idee. In Ordnung, ich alles klar. Ich gucke mal, dass ich mit ihm spreche. Hey, Ben. Hm? Das ist ganz schön anstrengend alles, die Situation. Doch bevor die Therapeutin der Sache näher auf den Grund gehen kann, tauchen zwei Mitschüler auf, die Sabine Decker ebenfalls aus der Schule kennt. Die beiden sind irritiert, die Familienhelferin zu sehen, und plötzlich scheint der Teenager wie ausgewechselt. Warum warst du denn in deinem Busch, Ben? Die Frau Decker und ich, das ist für ein Schulprojekt. Wir suchen hier einen Platz für einen Skaterpark, der soll hier gebaut werden. Hast du vielleicht Lust, später zu mir zu kommen? Ich habe noch ein paar Klassenkameraden eingeladen. Ich wohne direkt hier um die Ecke. Ja, vielleicht. Mal gucken. Ja? Würde mich freuen, wenn du kommst. Danke. Okay, bis später. Tschüss. Tschüss. Ciao. Tschüss. Als Ben so schnell aufsprang und eine Lügengeschichte parat hatte, als seine Mitschüler vorbeikommen, da dachte ich schon, oh, es scheint ihm sehr viel daran zu liegen, an seinem Bild nach außen, wie er auf die anderen wirkt. Ja, das hast du jetzt mal so flockig da so eine Lügengeschichte rausgehauen, hm? War das vielleicht davor auch so eine Lügengeschichte, was du über Herrn Lochmann erzählt hast? Hm? Bist du dir gar nicht so sicher, ob das stimmt, oder, was du gesagt hast? Ja. Mhm, okay. Also in Wirklichkeit hat es einen anderen Grund. Das ist nicht das Schlagen, oder? Schlägt mich nicht. Schlägt dich nicht. Habe ich mir doch schon fast gedacht. Du hast was anderes auf dem Herzen, habe ich so das Gefühl. Lass uns noch mal zurückgehen zu den anderen. Wenn Jugendliche unter großem seelischen Druck stehen und sich einfach vor ihren Eltern rausreden wollen aus schwierigen Situationen, dann ist es normal, dass sie dann auch schon mal zu einer Lüge greifen. Nun gilt es jedoch, den Grund für Bens panische Angst vor der Nachhilfe zu finden. Der 17-Jährige bereut seine Anschuldigungen gegen den Lehrer. Doch erledigt sind seine Lügen damit noch nicht. Herr Hoffmann, es tut mir leid, was ich gesagt habe. Okay, aber ich hoffe, dir ist klar, dass das überhaupt gar nicht geht, sowas. Ja, es tut mir auch leid. Gut, okay. Wenn du die Lektion gelernt hast. Darf ich weiter zu Ihnen kommen? Ja, Entschuldigung angenommen. Vielen Dank. Herr Lochmann, finde ich, hat sehr souverän gewirkt. Angesichts der Schwere der Anschuldigungen, denen er hier ausgesetzt wurde, finde ich, da ist er sehr gut mit der Situation umgegangen. Das hätte man sich auch ganz anders vorstellen können. Nachdem nun klar ist, dass der Neunklässler nicht von dem Pädagogen misshandelt wurde, will Familientherapeutin Sabine Decker dem Teenager helfen, seine wahren Ängste auszusprechen. Um Ben den Zugang dazu zu erleichtern, sollen Steine die Befürchtung des 17-Jährigen symbolisieren. Was für Schlagwörter fallen dir denn so ein zum Thema Nachhilfe? Und dann suchst du einen Stein aus, der dafür stehen könnte, der dir so schwer im Magen liegt. Versager. Versager sein, sich wie ein Versager fühlen. Mhm. Gibt's noch mehr, was dir einfällt? Schlechte Noten. Schlechte Noten belasten einen auch. Hm? Von den eigenen Eltern nicht beachtet werden. Ich bin meinen Eltern peinlich. Peinlich? Du bist deinen Eltern peinlich?
Ich finde schon. Oh. Na, das sind ja echt ganz schön fiese Gedanken, die du da mit dir rumträgst. Hm? Mia? Mia? Wer ist Mia? Ah, Mia war das Mädchen, was uns eben begegnet ist. Du schämst dich vor Mia, weil du zur Nachhilfe gehst? Ich mag Mia. Okay. Und wie könnte die das mitkriegen, dass du da hingehst? Sie wohnt in derselben Straße. Ah, Mia wohnt da, wo der Nachhilfelehrer wohnt. Und dann sieht die dich, wenn du da hingehst. Und dann schämst du dich? Ich möchte halt nicht als Außenseiter dastehen. Und wie kommst du da drauf? Du sagst, du bist deinen Eltern peinlich, weil du Nachhilfe hast. Wie kommst du auf die Idee? Noch nicht mal Oma und Opa wissen das. Warum wissen die das nicht? Weil ich das verheimlicht habe. Die schlechten Noten. Oh. Ich wollte Ben eigentlich vor dem Druck von meinen Eltern schützen. Und warum denken Sie, das ist so schlimm? Ich war auch nicht der Beste in der Schule, als ich in dem Alter von Ben war. Ich bin sogar einmal sitzen geblieben. Der Vater hat es für richtig gehalten, dem Sohn nichts von seinen eigenen schlechten Schulleistungen zu erzählen. Und konnte deswegen auch nicht erklären, warum er Oma und Opa gegenüber nichts von der Nachhilfe erwähnen möchte. Das ist aber beim Sohn eben völlig falsch angekommen. Der Sohn hat es so interpretiert, dass der Vater sich für ihn schämt. Und das ist natürlich das Allerschlimmste, was passieren konnte. Hätte der Vater zugegeben, dass er selber ein schlechter Schüler ist, wäre es dem Jungen viel leichter gefallen, die Situation zu verstehen. Unmöglich. Hast du alles auf dich fokussiert? Darüber. Tut mir so leid. Mir tut das auch leid, Junge. Hey. Ben schämt sich nun nicht länger, Nachhilfe zu benötigen und geht wieder regelmäßig dorthin. Seine schulischen Probleme hat er in den Griff bekommen und seine Versetzung ist nicht mehr gefährdet. Auch das Verhältnis zu seinen Eltern hat sich durch offene Gespräche verbessert.